Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, Meriba, Teil 52 aus der Reihe Schritte durch die Bibel. Leitvers aus Römer 6, Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Römisch 1, das hadernde Volk. Das ständig wiederkehrende Übel während ihrer Wüstenwanderung. Psalm 78, Verse 17 bis 32. Erstens, ihr Aufstand. Vergleiche 1. Samuel 15. Jede Sünde ist eine Auflehnung gegen Gott, gegen Gottes Herrschaft. Daher sind alle Menschen von Natur aus Aufrührer. Römer 5, Römer 8, Epheser 4, Römer 3, Kolosser 1. Zweitens, ihr Hadern. Es richtet sich gegen Gott. Drittens, ihre Vorwürfe. Ihr eigener Unglaube hatte sie in diese Lage gebracht. Römisch 2. Die Erscheinung der Herrlichkeit Jehovas, seine Herrlichkeit, die jetzt in Christus geoffenbart ist. In ihr zeigt sich Gottes unermessliche Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte, Wahrheit. Römisch 2. Die Inhalt, die Haltung Moses und Aarons, sie fallen auf ihr Angesicht. Drittens, seine Anweisung. Nimm den Stab, rede zu dem Felsen. Römisch 3, der gereizte Führer. Erstens, die falschen Geber werden wir. Gott wurde nicht geehrt. Zweitens, das falsche Mittel. Er schlug den Felsen. Gottes Anordnungen wurden nicht gehorcht. Drittens, das Vorbild. Der Fels ist Christus. Siehe auch die Gliederung Wasser aus dem Felsen. B. Der einmal geschlagene Felsen ist der einmal geschlagene Christus. Beachte das wiederholte einmal im Hebräerbrief. Im alttestamentlichen irdischen Heiligtum jährlich eine einmalige Sühne. Im himmlischen Heiligtum in der vollkommenen Hütte ein einmaliges Opfer. C. Eine einmalige Offenbarung, Hebräer 9, 26. D. Ein einmaliges Gericht. E. Eine einmalige Stellvertretung. F. Eine einmalige Reinigung. G. Eine einmalige Heiligung. Der einmal gestorbene Christus kann nie wieder sterben. C. So wurde im Bilde des nochmals geschlagenen Felsen das einmalige vollendete Werk Christi verunehrt. Um Segnungen zu empfangen, braucht Christus nicht nochmals zu leiden. Wir dürfen ihn vielmehr im Glauben bitten und werden empfangen. Wenn Gott auch durch Moses Unglauben verunehrt worden war, so ehrt Gott trotzdem das Amt seines Knechtes. Doch Mose verlor den für ihn bestimmten Lohn. Viertens, das Urteil Jehovas. Erstens, der Anlass, Unglaube, die Ursache jeden Versagens. B, das Versäumnis, Gott die Ehre zu geben. C. Unbesonnenes Reden. Zweitens, der Urteilsspruch. Drittens, der Name Meriba Hader. Das große Ziel des Apostel Paulus war es, seinen Lauf zu vollenden und den Kampfpreis zu empfangen, ohne die den Dienst und das Leben belastende Erfahrung eines Meriba. Wie schnell kann ein treuer Kind Gottes
durch einen unbedachten Schritt Schaden erleiden.